Dr. Urs Heinemann wird auf der orthopädischen Station zu einer Patientin gerufen. Eine 28-jährige Hostess arbeitet schon seit Wochen unter starken Schmerzen und hat sich heute zudem verletzt. Eine befreundete Kollegin hat sie überredet, sofort in die Klinik zu fahren. Was haben Sie angestellt? Ich bin umgeknickt. Mhm, mit den schönen Schuhen? Ja, bleibt okay. Leider nicht aus auf der Arbeit. Kann man sehen. Das kannst du dich einmal hier in die Ecke lassen? Ja, natürlich. Gerne hier hinstellen. Ja. Also, ja. Da müssen wir mal gucken, da müssen wir das mal röntgen lassen. Wie ist das denn passiert? Einfach nur so umgeknickt oder sind Sie gestolpert? Oder? Nee, wie Sie sehen. Das reicht so. Ja. Wir sind momentan Messehostessen für eine Touristikmesse und sind Tango-Tänzerinnen für eine argentinische Agentur. Mhm. Und da müssen wir natürlich hohe Schuhe tragen. Mhm. Da ist das leider dabei passiert, dass ich halt ungeschickterweise umgeknickt bin. Mhm. Was wahrscheinlich aber auch mit deinen Fußschmerzen in den letzten Wochen schon zu tun hat. Also einfach umgeknickt ist jetzt wieder, du redest das alles immer so runter. Ja, das hat gar nichts damit zu tun. Welche von den beiden Füßen tut denn jetzt weh, der rechte oder der linke? Der rechte, der tut jetzt schon seit was längerem weh, so ungefähr 2 Wochen. Und wo also, da genau? Ich würde sagen hier ungefähr, das ist so ein kleiner stechender Schmerz, ist aber auch nicht weiter. Oder gucke ich mal, muss ich erstmal den Schuh ausziehen. So, den kann ich gerne abnehmen, danke. Ihre Vitalwäsche. Ja, ja. Ja. Tut mir leid. Wir sind gleich wieder am Stand. Es war nur ein kleiner Zwischenfall. Wir kommen gleich zurück. Ja. Hallo. Auf jeden Fall. Wir kommen nicht wieder. Hör doch auf, mir das Handy wegnehmen zu wollen. Nein, Lucia, nein. Wir kommen aber nicht zur Arbeit. Was erzählst du dem denn? Der wartet da auf uns. Ja, das geht dich doch gar nichts an, was ich jetzt hier mache. Doch, ich möchte, dass du wirklich nicht an mein Handy gehst. Ich möchte, dass du dich einfach mal behandeln lässt. Jetzt bremst sie sich zwischeinander mal. Also, ich nehm dir das Handy weg. Zur Untersuchung mal. Ganz ehrlich. Du, das geht dich überhaupt nichts an. Von mir aus kannst du auch gehen. Du kannst mich hier alleine lassen. Ich brauche dich hier überhaupt nicht. Gut, dann werde ich dich wohl zur Vernunft zwingen, meine Liebe. Ja, okay. Gucken wir mal. Gucken wir mal. So. Das tut weh? Ja. Okay. Okay, dann müssen wir doch den Fuß MRT haben. Mhm. Ne? Ja, Röntgen, MRT. Ja. Es kann einfach sein, dass da eine Bänderzerrung drin ist, eine Kapselzerrung. Es kann natürlich auch mal ein Tumor sein, nicht? Was da drin ist. Aber das muss man abklären. Können Sie da nicht einfach eine Salbe drüber machen, irgendeine Tabletten, damit ich wieder loskomme? Mit Salbe allein ist nicht da. Wie gesagt, man muss klären, was da los ist. Bei Patienten, die auf ihre Arbeit angewiesen sind, kommt es oft zur Aggression, das heißt zum Runterspielen eigentlich der Beschwerden, weil sie eigentlich nicht wollen, dass sie hier bleiben müssen. Also bei uns in der Klinik, sondern sie wollen immer wieder weg, können aber im Prinzip die Beschwerden, die sie haben, damit nicht beseitigen. Hallo, oh, da sind Sie ja noch. Ach, danke schön. Das ist sehr aufmerksam, vielen Dank. Ich will einfach hier nicht im Stich lassen und ich würde gerne, dass alles jetzt, dass du versorgt wirst und einfach für dich da sein. Dankeschön, ja. Tut mir auch leid. Darf ich Ihnen das einmal so umlegen? Dann ist Ihnen auch nicht so kalt. Dann fahren wir einmal nach unten. Ich darf mit? Gerne, wenn das für Sie okay ist, kommen Sie gerne mit. Die Hostess hat in den letzten Monaten gute Arbeit geleistet und sehr viele Aufträge angenommen, obwohl sie schon Schmerzen im Fuß hatte. Dass sie offenbar trotzdem Angst um ihren Job hat, muss einen Grund haben. Nach dem Röntgen taucht plötzlich ihr Chef in der Klinik auf. Meine Fremde, wo seid ihr denn? Ich hab mich erschrocken. Hier seid ihr. Ich rufe euch die ganze Zeit an. Habt ihr da Ahnung, was ich für einen Stress habe? Ein bisschen ruhiger bitte. Sie sind im Krankenhaus. Wer sind Sie denn bitte überhaupt? Ich bin der Chef von den beiden. Paul Hofmann. Der Chef, ja. Ihr habt mich da gerade angerufen. Ich denke, es ist ja alles in Ordnung. Ich habe Druck ohne Ende. Als der Chef der beiden Damen dann bei uns plötzlich im Krankenhaus auf dem Flur erschienen ist, habe ich natürlich die Schilderung der Damen direkt nachvollziehen können. Er hat ein sehr herrisches Auftreten auf dem Flur gehabt. Daraufhin konnte ich mir tatsächlich auch ein Bild machen, warum Frau Sanchez so schnell wie möglich wieder zur Arbeit wollte und offensichtlich Angst um ihren Job hat. Gucken Sie sich das jetzt mal bitte an. Sie können mit dem Fuß und schon mal gar nicht in den hohen Schuhen heute den ganzen Tag an einem Stand stehen. Aber warum sagst du denn am Telefon, dass alles in Ordnung wäre? So, da muss ich nicht hierher kommen und nach dir gucken. Hätte ich doch längst hier Ersatz gesucht. Haben Sie sich wehgetan? Ja, was ist denn? Ihr könnt doch nicht unterschiedliche Meinungen sein. Einmal sagst du, ist ja problematisch, du sagst ja alles in Ordnung. Ich möchte, dass wir uns, bitte, ich möchte nicht zu streng zu Ihnen sein, aber wir müssen uns hier jetzt mal ein bisschen beruhigen. Wir sind im Krankenhaus, wir gehen jetzt mal Richtung Arzt zum Behandlungsraum. Der Patientin steht wegen ihrer Fußschmerzen eine fatale Diagnose bevor.
Ihr Chef will bei der Behandlung dabei sein und ist völlig überrascht, dass dies eigentlich nur Angehörigen erlaubt wird. Wie geht's denn jetzt weiter? Kommen Sie bitte was mit muss rein. Ich jetzt machen? Soll er mit rein, mit raus? Wie hätten Sie es gerne? Ja, dann kann er mit reinkommen. Ja. Aber Sie bereuen normalerweise Sie nicht, ja. Aber dann bitte ein bisschen gedämpft. Ich wollte ihn eigentlich auch nicht mit ins Untersuchungszimmer nehmen, weil das eigentlich nicht üblich ist. Aber Frau Sanchez, das habe ich gemerkt, die traute sich nicht, ihn abzuweisen, sodass ich gezwungenermaßen ihn zwar mit ins Zimmer genommen habe, habe ihn dann doch in seine Schranken verwiesen und versucht, mich nur um die Frau Sanchez zu kümmern. Ich kann erst mal sagen, gebrochen ist an dem linken Fuß nichts. Ja, das ist doch super. Die Bänder sind nicht gerissen, ist also nur gedehnt. Okay. Ne? Da können wir einen Kompressionsverband genau, drauf machen oder eine bessere Schiene. Ja, perfekt. So aktiv, wie sie ist. Ne? Ich aber ein bisschen höher. Dann kann ich auch wieder arbeiten. Ja, jetzt nein, ich können Sie nicht zurück und ich mache Ihnen da was. Ja, das Problem ist jetzt folgendes. Sie haben jetzt auf der anderen Seite hier, da ist ein Morteneurinom drin. Das ist ein Tumor, also eine Schwellung. Tumor ist für uns immer was Neutrales, weder bösartig noch gutartig. Das ist jetzt ein gutartiger Tumor, der zwischen den Knochen sitzt. Wenn Sie jetzt früher darauf reagiert hätten, hätten wir es behandeln können. Jetzt ist er schon so groß, dass er auf den Nerven drauf drückt. Wir müssen operieren. Wir müssen diesen Tumor entfernen, damit die Nerven da möglichst keinen Druck mehr kriegen, damit die Funktion wieder da ist. Ja, wie lange dauert das so ungefähr? Sie müssen ja wegen dem Bein sowieso jetzt ein bisschen Pause machen. Also Sie werden auf alle Fälle mindestens eine Woche bei uns bleiben müssen. Und dann brauchen Sie ja, 4 Wochen. 4 Wochen? Werden Sie erstmal krankgeschrieben. Das kann ich mir nicht leisten. Ich bin auf das Geld angewiesen. Ich kann nicht einfach 4 Wochen ausfallen. Wenn wir nichts machen, können Sie den Job ganz an den Nagel hängen. Ne? Lucia, jetzt mach dir mal keine Gedanken. Ich meine, warum hast du mir das nicht vorher erzählt? Das hast du ja schon, so wie ich das höre, schon einige Wochen. Warum hast du dich da so rumgequält? Ich meine, hochhackigen Schuhen da rumstehen. Mensch, Mädchen, das hättest du doch vorher wissen müssen. Was ist denn da los? Mit mir kannst du doch reden. Dennoch fühlt sich die 28-Jährige weiter unter großen Druck gesetzt. Was dahinter steckt, stellt sich kurz vor der OP heraus. Die Hostess finanziert mit ihrem Einkommen nicht nur sich selbst. Das ist alles einfach zu viel. Was ist denn? Was ist denn los, Sanchez? Ja, meine Mutter. Ich muss ja auch für sie sorgen. Und das alles mit der OP, das ist einfach zu viel. Was ist mit ihrer Mutter? Ist die mal Tiefluft erstmal. Ne? Jetzt mal einmal durchschnaufen, jetzt holen Sie mal ganz tief Luft. Sie hat vor einem Jahr einen Schlaganfall gehabt. Mhm. Und ist jetzt in der Pflege. Und ich sorge natürlich für sie. Mhm. Und jetzt kann ich sie erstmal nicht sehen und jetzt weiß ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Ja. Es werden sich Wege finden. Jetzt machen wir erstmal ihre Beine wieder in Ordnung, ihren Fuß. Und dann werden wir schon morgen können wir darüber sprechen. Und da wird sich mit Sicherheit schon ein Weg finden. Die junge Frau wird operiert und der Tumor aus ihrem Fuß entfernt. Auch bei der Visite am nächsten Tag denkt sie nur daran, wie es mit der Arbeit und ihrer Mutter weitergehen kann. Doch der Orthopäde und ihre Freundin haben gute Nachrichten. Du scheinst immer noch nicht so glücklich zu sein. Ja, du weißt doch, wie das ist mit meiner Mutter. Ja. Ich meine, sie ist ja jetzt auch in der Pflegestation und ich kann sie jetzt noch nicht mal besuchen, kann sie finanziell nicht unterstützen. Ich habe auch schon darüber nachgedacht und also wenn ich kann ihr da so 2 Monate oder so auf jeden Fall helfen. Okay. Du brauchst dir da keinen Kopf machen. Ja, ich habe ein bisschen was gespart. Annehmen. Ja, aber genau für solche Tage habe ich's. Es ist ja auch so, jetzt ist sie ja krank, können Sie auf alle Fälle auch im Sozialamt mal sprechen. Dass das halt die Zeit, wo sie krank sind, dann halt auch ihrer Mutter ein bisschen helfen über Sozialamt. Brauchen Sie keine Angst zu haben, ruhig da mal anfragen. Ja, das ist ein guter Tipp. Für die Zeit im Krankenhaus hat die Hostess von ihrer Freundin ein Tablet geschenkt bekommen, um einfach mal abschalten zu können. Ihr Fuß ist nach dem Entfernen des Tumors gut verheilt, so dass sie bald wieder arbeiten und sich um ihre Mutter kümmern konnte.